Hi Leute und herzlich willkommen hier bei Young Rider Unlimited. Und ja, wir haben von Yamaha die MT-09 SP noch einmal zur Verfügung gestellt bekommen. Letztes Jahr im Herbst hatten wir sie ja und haben auch schon den Walkaround gemacht, haben euch so die technischen Daten alle erzählt und gezeigt. Auch hier gerade Ölins, alles verstellbar, ne? Einfach ein Wahnsinnsfahrwerk in dem Bike. Und ich konnte diese Maschine jetzt noch einmal testen, hier auf dem Gelände, in der Kaiserkuhle bei Rüthen. Hier gab es ein Schräglagentraining, ein Kurventraining von Uwes Schieftraining, wo wir auch dann schön teilgenommen haben hier mit der MT-09 SP. So, das Bike hat sich hier wahnsinnig gut geschlagen. Also ich war hier mit in der schnellsten Gruppe mittlerweile am Ende des Tages. Die Reifen haben super funktioniert und ich kann nur sagen, das Bike macht einen Höllenspaß. Ich bin hier mit der Yamaha MT-09 SP. Hier ist eine große Strecke, auf der wir fahren werden. Gleich haben wir den ersten Turn und ja, da fahre ich mit der MT-09 erstmal los. Ja, reinkommen, die Strecke ist ziemlich anstrengend. Es ist übel warm, wir haben um die 30 Grad hier im schönen Rüthen bei der Kaiserkuhle. Wahnsinnswetter, haben wir richtig Glück gehabt. Geil, ich habe richtig Bock. Jetzt geht's los mit der MT-09. Es ist ein Dreizylinder-Motor mit 115 PS, das wisst ihr, also der Motor macht wahnsinnig viel Laune. Also du hast die Drehfreudigkeit, finde ich, von einem Zweizylinder und die Power von einem Vierzylinder. Das ist ein geiler Kompromiss und eignet sich hervorragend, hervorragend für Straßen und enge Geschichten, weil du die Power unten raus hast und die 115 PS sich einfach wahnsinnig gut beschleunigen. Also mit der Traktionskontrolle, die du in drei Stufen, 1, 2 und ausstellen kannst, konnte ich hier auf dem Stück, was hier hinter mir ist, das ist ein bisschen etwas älterer Asphalt, auch perfekt ja, aus der Kurve raus beschleunigen, ohne Angst zu haben, dass das irgendwie rutscht oder ja, ich womöglich verunfalle. Die Traktionskontrolle regelt genau dann, wenn es ans Limit geht. Also da hier vorne ist so eine kleine Bodenwelle, wenn ich da reinkomme mit dem Hinterreifen, kann ich trotzdem mit Vollpin raus beschleunigen und das, was halt dann gefährlich wird, regelt die Maschine hier, finde ich, super gut raus. Stufe 2 geht doch sehr früh dran. Stufe 1 von der Traktionskontrolle finde ich ziemlich gut. Gefahren bin ich hier, oh, jetzt geht es hier wieder los. Gefahren bin ich aber hier im Standardmodus, was die Gasannahme angeht. Du hast hier auch verschiedene Modis, ein Standard, ein Sport und ein Regenmodus. Regenmodus ist die Gasannahme relativ gering, also langsam, leicht und alles sehr gemächlich. Und da fährt zum Beispiel noch einer gerade, die MT-09, und die ist ja einfach das richtige Fahrzeug. Man hat, ist doch gut hier. Mit der 1000er ist man auf so einem engen Parcours wie er hier, ist natürlich ein bisschen gehandicapt, ne? Durch die Träger, durch das große, schwere Motorrad, was du hier durch die engen Kurven ja, hieven musst, würde ich ja fast sagen. Und durch den breiten Lenker der MT-09 kannst du es einfach links, rechts reinwerfen, total easy. Hanging off funktioniert auch super, das heißt, du kannst auch gut knieschleifen. Hier in zwei Kurven hat es auch gut funktioniert. Und ich finde halt einfach, dass die MT-09 für den Preis einfach ein Wahnsinnsmotorrad ist. Ob es jetzt eine SP sein muss, das sei dahingestellt. Das muss man sich selber fragen. Brauche ich diese verstellbare Ölins-Geschichte? Weil ich glaube, dass die meisten Leute, die auf der Straße fahren, da mehr, glaube ich, verstellen als einstellen. Weil man braucht da halt wirklich Zeit für eine Strecke, die man immer wieder fahren kann, um dann halt auch diese ganz feinen Unterschiede festzustellen. Druckstufe, Zugstufe, auch die Gabel, wenn man die hier vorne noch einstellt. Also ich glaube, ich verstelle da mehr, als dass ich da einstelle. Cool ist natürlich, wenn du einen Sozius mit drauf nimmst, kannst du halt ein bisschen härter stellen für hinten, dass das halt auch dementsprechend angepasst ist. Dafür finde ich den Vorteil super. Aber so für Race, ich glaube, da würde ich mehr verstellen als einstellen. Die Bremse ist super. Vorne Doppelbremsscheibe, hinten eine. Die packt wunderbar. Also das ABS regelt fein und sauber. Was du halt hier auf den Geraden merkst, wenn du da runter bremsen möchtest. Ja, da ist jetzt wieder die MP09. Die ist schon vorbei. Aber auch hier die R1. Einfach ein Traum. R1M. Geil. Ja, aber Freunde, MT-09, ich glaube, das ist so ein Bike, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte zu kaufen. Wir testen super viele Motorräder, auch schon dieses Jahr und auch in den vergangenen Jahren. Aber die MT-09, die hat es mir echt angetan. Also von der Performance her einfach wirklich richtig gut hier auf der Strecke. Konnte ich ja eine Maschine wirklich auch mal ans Limit bringen. Die Reifen haben da super mitgemacht. Das sind hier Bridgestone-Reifen. Die genauen Namen blende ich euch mal hier gerade ein. Haben super performt, super Grip geboten, sobald die auf Temperatur waren, aber auch schon vorher hat man sich nicht unsicher gefühlt.
Und mit der Traktionskontrolle, die nimmt einem dann im Grunde genommen fast jede Angst. Also hier fahren andere Leute auch ohne Traktionskontrolle und kommen mir super um die Ecken. Das geht auch, natürlich. Aber ich finde es halt cool, wenn man sowas nutzt und hat. Also ich bin da so der Technikmensch. Schade finde ich natürlich auch wieder hier an der SP, dass man keine Blinker aus LED hat. Man hat einen geilen LED-Abblendlicht, Hecklicht, Bremslicht, alles da, aber keine Blinker. Gibt es im Zubehör, aber finde ich halt schade, dass es sowas nicht von Hause aus gibt. Wir sind ja bei der SP, das Ding kostet über 10.000 Euro und da kann man, glaube ich, einfach ein paar LED-Blinker von Hause aus schon dran erwarten, finde ich fast. Ne? Das finde ich ein bisschen schade, aber das ist so mein Knackpunkt an so ziemlich jeder Maschine, die das nicht hat. Spiegel funktionieren auch super, da muss man sich keinen Kopf machen. Cool ist auch, man hat hier die Bremshebel, den man ein bisschen verstellen kann. Man hat hier 4 oder 5 verschiedene Abstände, dass man das halt perfekt greifen kann. Ist auch cool, wenn sowas von Hause aus dran ist. Aber viele Leute machen sich natürlich so CNC-gefräste Geschichten da auch nochmal zusätzlich dran. Aber so wie sie hier steht, ist die MT9 SP mein Favorite Motorrad, glaube ich. Also das ist, es hat so viel Spaß gemacht, Leute. Einfach ein Traummotorrad, wie ich finde. 3-Zylinder, hat wahnsinnig Power, 115 PS reichen vollkommen aus für die Landstraße und da braucht man, finde ich, fast nicht mehr. Klar ist eine R1 und sowas auch cool, aber die ist halt für die Strecke. Ein Ringtool, ein Motorrad für die Rennstrecke. Und die SP ist der Kompromiss. Man kann damit mal auf einem kleinen Track, so wie hier, ist da sogar im Vorteil gegenüber der großen Rennmaschinen und kann halt für, ja, alle Bereiche sein Traummotorrad haben. Also MT09 SP, wahnsinniges Motorrad und jetzt gibt's hier für euch nochmal bisschen was vom Bike auf der Strecke. Also viel Spaß, macht's gut, haut rein, bleibt da geil.